Welcome, folks. Interstate 85, Spartanburg, South Carolina. Ich bin wieder da, nach 13 Jahren. Damals war der Z3 Roadster eine Sensation. Heute erfindet BMW das Auto neu und stellt den X6 auf die Straße. Eine kuriose Mischung aus Sportwagen, SUV und Limousine. Er geistert ja schon einige Zeit durch die Gazetten und er polarisiert unglaublich. Ab sofort muss man übrigens umdenken, denn BMW stellt ein SAC auf die Straße, ein Sports Activity Coupé namens X6. Ein Sportwagen mit SUV und Ladequalitäten. Gebaut wird er übrigens in Spartanburg, South Carolina, in einer Vorzeigefabrik im Südosten der USA. Und ich schaue den amerikanischen Kollegen mal über die Schulter. Das BMW-Werk in Spartanburg ist eines von 23 weltweit. 2007 rollten insgesamt 1,54 Millionen Fahrzeuge von den Konzernbändern, ein Plus von 13%. Es hat sich viel getan hier bei BMW in Spartanburg seit 1995. Damals liefen hier gerade mal der Z3 Roadster und ein BMW 3er vom Band. Heute der Z4 Roadster, der X5 und der flatschneue X6. Kann man sich vorstellen, dass auf einer Montagelinie so unterschiedliche Autos produziert werden? Damals waren es gerade mal so ungefähr 430 Autos. Heute sind es 600 Autos pro Tag. Damals waren es gerade mal 600 Arbeiter. Heute mehr als 6-mal so viele amerikanische Kollegen, die hier unsere deutschen Autos mit Präzisionsarbeit zusammenbauen. Und der Takt ist ganz schön hart hier. Nur 2 Minuten haben die Leute Zeit an ihrer Station, um die Autos zu bearbeiten. Also so ein schnelles Band habe ich wirklich selten gesehen. Aber nicht nur 5000 Mitarbeiter sind im BMW-Werk in Spartanburg beschäftigt. Auch futuristische Roboterarmeen stehen im Dienst der Bayern. Oh Mann. Wer soll sich da noch auskennen? Klar, der Roboter. 300 sind hier im Einsatz und die machen vor allen Dingen die Arbeit, die die Menschen ohnehin nicht machen wollen. Zum Beispiel kleben bei den Scheiben, eine richtige Sträflingsarbeit. Und man muss ja mal eines sagen, die sind ein bisschen präziser als wir Menschen, zum Beispiel beim Schweißen oder bei der Hochzeit, wenn Fahrwerk, Motor, Getriebe und Karosserie zusammenwachsen. Und am Ende sind Roboter auch billiger. Auf jeden Arbeiter im Werk Spartanburg kommen 3 Jobs bei den Zulieferern. 75% der BMW-Belegschaft arbeiten noch immer in Deutschland. Amerikanische Arbeiter bauen deutsche Autos, weil es hier ums Geld geht. BMW verkauft die meisten Autos hier in den USA. Deshalb ist es besser, man produziert und verkauft die Autos in der gleichen Währung. Damit minimiert man Wechselkursschwankungen. Und in letzter Zeit war BMW davon besonders böse betroffen. Und BMW wird die Produktion sogar noch ausweiten und demnächst auch den X3 hierher holen. Hier im BMW-Werk Spartanburg soll die Zahl der produzierten Autos von 140.000 auf 240.000 Autos fast verdoppelt werden. Und der X6 entsteht exklusiv hier in Spartanburg für die ganze Welt. Von der ersten bis zur letzten Schraube wird hier im Werk alles zusammengebaut und auch die Rohkarosse entsteht hier. Jeder BMW X6 wird individuell nach Kundenwunsch hergestellt. Dieser weiße BMW X6 bekommt zum Beispiel bordeauxfarbene Ledersitze. Natürlich mit elektrischer Sitzverstellung. Alles, was sich der Kunde eben so vorstellt. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn die Zulieferer auch in der Nähe sind. Der Sitzehersteller Lear zum Beispiel ist nur 3 Ausfahrten auf der Interstate 85 weiter oben. 36 Mal am Tag fährt der Lastwagen hin und her und bringt Sitze. Und auch deutsche Hersteller wie ZF oder Bosch haben sich hier mittlerweile angesiedelt. 60% aller Teile für den X6 entstehen hier ganz in der Nähe von Spartanburg. Nach 30 Stunden ist so ein X6 dann fertig. Hier wird er nochmal durchgecheckt, unter Neonlicht der Lack kontrolliert. Er wird auch nochmal gesaugt. Was ihm noch fehlt, ist das Insignium der Macht. Die 2 Buchstaben X6. Und hier muss ich mich besonders bemühen, hier bei diesem Auto. Es geht nämlich nach Italien. Und die Italiener haben ja besonders viel Sinn für Ästhetik. Das muss genau passen. Deshalb bemühe ich mich auch besonders.
X6. Ich finde, da schwingt auch ein bisschen Sexiness in dieser Bezeichnung mit. Schön. Jahrelang hat uns die Autoindustrie belogen. Aber erst jetzt hat ein Hersteller das Auto wirklich neu erfunden. BMW kreuzt beim X6 radikal Sportwagen, Offroader und Limousine. Die lange gewölbte Motorhaube, die breite Niere und der aggressive Blick erinnern vielmehr an den 6er als einen X5. Und die abfallende Dachlinie macht den X6 auf jeden Fall schon mal zum Coupé. Auf der anderen Seite Unterfahrschutz vorne und hinten und 21,5 cm Bodenfreiheit machen ihn zum SUV. Aber dann gibt es 4 Türen und der Kofferraum einer bodenständigen deutschen Limousine. Der Kofferraum ist nur unwesentlich kleiner als im X5, hat ein Geheimfach, schluckt 4 Golfbags und ist flexibel genug für die ganz große Reise. Eins interessiert alle, die den X6 zum ersten Mal sehen. Kann man hinten bei dieser abfallenden Dachlinie noch bequem sitzen? Und wie Sie sehen, mit 1,85 Meter überhaupt kein Problem. Allerdings gibt es nur Platz für 2 Personen, aber die sitzen sehr fürstlich mit eigener Ablage und einer eigenen Klimaanlage. Vorne darf der X6-Fahrer in edlen Materialien schwelgen. Holz, Leder, Aluminium. Insgesamt ein sehr kühles, modernes Ambiente. Dazu gibt es serienmäßig ein Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen serienmäßig und einen Knieschützer an der Mittelkonsole. Da haben wir es also wieder. Ein bisschen Sportwagen, ein bisschen SUV, ein bisschen Limousine. Wer hatte denn eigentlich die Idee, so einen automobilen Mischling zu züchten? Wim van Bogert ist Marketing-Experte. Unsere Produktstrategen und unsere Designers haben sich nach dem weltweiten Erfolg vom BMW X5, der das Sport Activity Vehicle Segment begründet hat, überlegt, was können wir noch machen, um den Raum nach oben auszuloten vom Markt. Und dann kamen wir auf die Idee, eine sehr gelungene Symbiose zu entwickeln von einem echten dynamischen Sportcoupé und einem SUV, wie wir den nur kennen vom BMW. So viel Sport in einem Auto und das sieht man vor allen Dingen hinten. Der X6 ist größer als ein X5, aber 7 cm flacher. Daraus ergibt sich ein extrem opulentes Heck. Was sind das eigentlich für Menschen, die so einen extravaganten Geschmack haben und noch 56.000 Euro auf den Tisch legen? Es sind durchwiegend Leute, die sich auszeichnen durch eine Self-Made-Man-Philosophie. Es sind sehr erfolgreiche Unternehmer oder sehr erfolgreiche Freiberufler wie Ärzte, Architekten oder erfolgreiche Anwälte. Von welchen anderen Marken kommen eigentlich die künftigen X6-Fahrer? Naja, wir kreieren ja das eigene Segment, das Sports Activity Coupé-Segment. Insofern gibt es keine direkten Wettbewerber. Wenn wir über andere Marken reden, dann vielleicht am ehesten noch den Porsche Cayenne oder den Infiniti FX oder zum geringeren Maße der Range Rover Sport. Na, dann haben wir einige Marken, die sich jetzt warm anziehen müssen in Zukunft. Ich bin inzwischen mit dem Topmodell des BMW X6 unterwegs, dem 50i für 74.000 Euro plus schätzungsweise 20.000 Euro Extras in unserem Testwagen an Bord. Und ich bin da, wo sich leider die meisten SUV-Fahrer aufhalten, in der Innenstadt. Leute, lasst es doch einfach sein. Auch mit diesem Auto werdet ihr 18 Liter Super auf 100 Kilometer brauchen. BMW gibt für den 50i übrigens einen Normverbrauch von 12,5 Liter. An. Und auch den wird man kaum schaffen. Zum Trost gibt es noch 3 sparsamere Motoren. Also versuchen wir, unseren Spritfresser mal am Rollen zu halten. Die Straßen in Amerika sind übrigens schlecht. Und man merkt's an Bord. Denn diese steife Karosserie, die 20 Zöller, die geben Verwerfungen und Kanaldeckel unbarmherzig an die Besatzung weiter. Etwas starksig rollt er ab, der X6. Die SUV-Fans werden den X6 dafür wieder lieben, für die hohe Sitzposition. Man thront majestätisch über den restlichen Verkehr, hat eine super Übersicht nach vorne. Auch nach seitlich hinten geht's durch die vorbildlich großen Seitenspiegel. Lediglich nach schräg hinten stören die breiten C-Säulen. Und diese kleine Heckscheibe ist zwar schick, aber nicht besonders praktisch. Und trotzdem kommt man herrlich durch die City und das liegt an der Lenkung. Wendekreis nur 12,8 Meter und das
was für ein 4,88 Meter langes Dickschiff. Das ist einfach phänomenal. Hier cruist man rum wie mit einem Minicar. Und auch einparken ist überhaupt nicht schwierig. Erstmal eine Lücke finden, was in Amerika nicht schwierig ist. Mit der Automatik einfach ganz bequem den Gang einlegen und in die Rückfahrkamera schauen. Und dann geht schon fast alles wie von selbst. Einparkhilfe serienmäßig. Der X6 sieht schon cool aus, wenn er da mal so dasteht und parkt. Der Exzentriker unter all den Normalos. Unglaublich, wie diese 407 PS anschieben. 5,4 Sekunden von 0 auf 100. Top Speed 250 abgeregelt. Der könnte noch viel schneller, wenn man ihm so ein bisschen Auslauf lassen würde. Der X6 wiegt ja 2,2 Tonnen, aber wie der hier durch die Kurven segelt, das ist unfassbar. Liegt natürlich auch an allen möglichen technischen Raffinessen, wie zum Beispiel dem Wankausgleich. Da werden sogar die Stabilisatoren noch mal elektrisch betätigt, um das Auto in der Waagrechten zu halten, wenn man in schnellen Kurven fährt, so wie jetzt. Das ist mal wieder so ein richtig emotionaler BMW geworden. Und das hört man auch. Dieser V8, der bollert, als gäbe es keinen Morgen. Auf trockenem Asphalt hui und auf nassem Untergrund pfui. Der BMW X6 ist vollgestopft mit allem, was das Automobiltechnik-Lexikon hergibt. Da wollen wir gar nicht mehr über ABS oder ESP reden, sondern zum Beispiel über Dynamic Performance Control, eine Weltneuheit. Hier wird die Kraft nicht mehr nur zwischen den Achsen geleitet, sondern auch noch zwischen den Rädern auf der Hinterachse. In kritischen Situationen wird dann mehr Drehmoment auf das kurvenäußere Rad gelenkt und das hilft, das Fahrzeug einzudrehen in schnellen Kurven, vor allen Dingen, wenn es glatt ist, so wie hier auf dem bewässerten Handlingsparcours. Also ganz ehrlich, so schnell bin ich im Regen noch nie gefahren. Wow, das hat richtig Spaß gemacht und ich finde, BMW hat mit dem X6 die SUV-Szene mal so richtig aufgewirbelt. Ich finde ihn schön, ein Auto, über das man nach Herzenslust diskutieren kann. Ich finde ihn auch gar nicht so unvernünftig. Er hat Platz für 4 Personen und einen riesen Kofferraum. Und es gibt neben der 407 PS Version ja auch noch 2 sparsame Diesel und einen kleineren Benziner.